Jenseits der Heimat des berühmten Gruyère-Käses, an der Grenze zwischen den Kantonen Freiburg und Waadt, thront das Juwel der Voralpen, der Vanni Noir. Mit seinen knapp 2400 Metern zählt er eher zu den kleineren Bergen der Schweiz. Der felsige Gipfel besticht aber durch seine wilde Schönheit und formt das Herz eines Naturschutzgebietes. Früh morgens, wenn noch kaum jemand auf den Beinen ist, macht sich Wildhüter Patrick Romanens auf den Weg zur Kontrolle der Steinböcke. Wo genau man die Tiere in dem 15 Quadratkilometer großen Areal findet, weiß selbst er nicht. Im Sommer, wenn die Wanderer den Vanni Noir heimsuchen, muss er oft weit aufsteigen. Besonders seit die Herde vor gut 3 Jahren durch eine Krankheit fast um ein Drittel geschrumpft ist, ist eine regelmäßige Kontrolle unabdingbar. Die Beharrlichkeit zahlt sich aus. Der Zustand ist recht gut. Man kann einen kleinen Zuwachs erkennen. Die Jungtiere aus dem letzten Jahr haben überlebt. Eine meiner Aufgaben ist die Überwachung des Gesundheitszustandes der Tiere. Ich muss überprüfen, dass sie keine Krankheiten haben. Und auch das Weidevieh, das den Sommer hier oben verbringt, kontrollieren. Wir müssen vermeiden, dass es zwischen Weide und Wildtieren Berührungen gibt. Für den Verlust verantwortlich war eine Klauenkrankheit, die von Kühen oder Schafen übertragen wurde, so vermutet man. Nach mehreren milden Wintern ist der Zustand wieder stabil. Doch die Diskussion um die Landwirtschaft im Naturschutzgebiet bleibt. Wo ist das Weidevieh förderlich und wo fängt es an, die wilde Natur einzugrenzen? Viele Naturschützer würden die Tiere der Bauern in dem artenreichen Gebiet am liebsten gar nicht sehen. Zumindest hoch oben, wo die reiche Tier- und Pflanzenwelt noch in wilder Abgeschiedenheit gedeiht. Mich erfüllt das hier oben einfach enorm. Ja, Tiere zu beobachten, ist für mich immer wieder eine Sensation. Es macht mir immer wieder riesigen Spaß. Ja, ich könnte stundenlang Tiere beobachten. Es überwältigt mich immer wieder. Das Vanni Noir. Ein Ort, an dem die Zeit noch stillsteht. Ein Gebiet, das schlichtweg verzaubert. Besonders unter Naturliebhabern gilt es als Highlight der Schweizer Bergwelt. Abseits der bekannteren Berge präsentiert sich das Reservat mit einem ungewöhnlichen Reichtum an unterschiedlichsten Lebensräumen. Wenn die Sonne früh morgens über den Bergrücken blinzelt, beginnt der Tag der Schmetterlinge. Im Tal von Sien Pica,
Am Südosthang des Vanni Noir haben die zarten Insekten ein ganz besonderes Refugium gefunden. Über 100 Tag- und Nachtfalterarten leben hier auf nur 10 Quadratkilometern. Eine reichhaltige Flora und gegensätzliche Biotope sind Gründe für die beachtliche Vielfalt. Vincent Baudrat hat es auf die zauberhaften Falter abgesehen. Eine Mission aus Liebe. Von Kindesbeinen an galt sein Interesse den Faltern. Inzwischen ist er einer der größten Schmetterlingsspezialisten der Schweiz und hat einen Führer mit über 200 Arten herausgegeben. Zur genauen Bestimmung fängt er sie für einen kurzen Moment ein. Voilà. Oh, magnifique. Wirklich großartig. Er hat einen fast silbrig anmutenden Schimmer auf den Unterflügeln. Deshalb nennt man ihn Perlmuttfalter. Es gibt viele Arten von Perlmuttfaltern, besonders in den Alpen. Ungefähr 5 Arten unter ihnen sind groß, und das ist einer von ihnen. Es ist ein Weibchen. Sie sind größer als die Männchen. Sie ist gerade frisch geschlüpft. Wirklich zauberhaft. Schmetterlinge sind nicht nur schön, sie sind auch nützlich. Sie flattern von Blume zu Blume, saugen Nektar und tragen Pollen weiter. Meist fliegen sie dieselben Pflanzen an und sorgen so für deren Vermehrung. Der Apollo-Falter zum Beispiel, ein in Europa stark bedrohter Tagfalter, bevorzugt violette Blüten von Disteln und Oregano. Im Vanni Noir wachsen sie an trockenen, südexponierten Felshängen. Wir befinden uns hier an einem sehr sonnigen Hang. Schmetterlinge sind sehr temperaturabhängig. Sie fliegen nur, wenn es warm ist und die Sonne scheint. In diesem Gebiet gibt es eine Besonderheit. Die Felsen sind kalkhaltig. Es ist ein Karststeingebirge. Der Boden nimmt das Wasser ganz einfach auf. Es verschwindet im Berg und kommt erst weiter unten im Tal wieder hinaus. Und an der Oberfläche haben wir meist einen sehr trockenen Boden. Ein Boden, auf dem Flora und Fauna prächtig gedeihen. Blumen und Insekten, die andernorts durch moderne Landwirtschaft und Bebauung schwinden. Ganz Europa verzeichnet ein drastisches Insektensterben. Ein Verlust, der sich auf uns auswirkt. Jeder dritte Löffel unseres Essens ist von der Bestäubung der Insekten abhängig. Im Vanni Noir findet man die intakte Landschaft noch. Vincent Baudrat setzt sich für ihren Erhalt ein und untersucht das Vorkommen der Falter in verschiedenen Höhenlagen. Weiter unten im Tal von Mortey sind auch Bergführer Rachel Rumeau und Cyril Quentin auf dem Weg gen Gipfel. Sie bereiten eine neue Wanderung rund um Legenden, Almwirte und Heilkräuter vor. Ja, das schmeckt lecker. Ja, oder? Wenn es heiß ist, schmeckt Kümmel herrlich frisch. Ja, herrlich. Aber nein, Kümmel im Haar? Eine kleine Blume, ja, das wäre nicht schlecht, aber Kümmel? Rachel ist Mitglied des Vereins Pro Natura, dem das Naturschutzgebiet Vanni Noir zu 2/3 gehört. Mit Cyril diskutiert auch sie immer wieder den Nutzen der Almwirte in der naturgeschützten Gegend. Hier unten im Randgebiet werden sie toleriert. Weiter oben am Berg sehen die Naturschützer sie jedoch weniger gern. La flore, elle est beaucoup plus sensible en haut. Die Flora ist oben viel sensibler. Und wenn das Vieh höher kommt, bringt es mit den Kuhfladen Dünger auf die Almwiesen.
Und der verändert den pH-Wert des Bodens. Die Wiesen werden reichhaltiger. Das ist schlecht. Denn die vielen Blumen, die trockene Wiesen mögen, verschwinden dann. Doch die Alpwirtschaft existiert seit mehreren tausend Jahren, bei weitem länger als das Naturschutzgebiet. Auch laut einer Legende von Zwergen, den Bunerozu, gehören die Almwirte schon lange ins Vanille Noir. Als die Käser damals in die Bergtäler kamen, waren die Bunerozu schon längst hier. Sie nahmen die Bauern gut auf und brachten ihnen den Umgang mit Blumen und Heilkräutern bei. Sie lehrten sie auch das Käsen. Es ergab sich ein wirklich gutes Miteinander. Sie waren so fleißig, dass wir uns vor die Hütte setzen konnten, Pfeife rauchten und zusahen, wie die Zeit verstrich. Die Almwirte rodeten Wälder und legten Weiden an. Wiesen, auf denen sich die Alpenflora überhaupt erst entfalten konnte. Sie schufen eine Kulturlandschaft, wie sie heute für uns selbstverständlich ist. Ganz wie die Zwerge in der Legende, die Cyril den Wanderern gerne als Beispiel für den respektvollen Umgang mit der Bergwelt erzählt, lebten sie im Einklang mit der Natur, die sich im Vanille Noir noch in all ihrer Schönheit und Wildheit präsentiert. Wir haben in friedlichem Einvernehmen mit den Bunerozu gelebt. Doch eines Tages kamen die Kapuzinermönche und sehr bald waren sie eifersüchtig auf die Zwerge, denn wir gaben ihnen zum Dank die besten Stücke. Erst sagten sie uns, diese Bunerozu sind der Teufel. Ihr müsst sie verscheuchen. Da taten wir, was wir alle gut können, uns die Ohren zuhalten. Da wurden die Mönche lauter. Nein, diese Bunerozu müssen verjagt werden. Aber wir sagten, man kann sie nicht verscheuchen. Sie werden es nicht mögen und krumme Dinge aushecken. Da sagten die Mönche, kein Problem. Wir kennen Zauberformeln. Wir jagen sie hoch in die Berge. Oben in den Bergen hegen und pflegen die Bunerozu bis heute ihre Gärten, so sagt die Legende. Aber am Fuß der Berge bedarf es nun menschlicher Hand. Eine Aufgabe, die Naturschützer von Pro Natura seit über 30 Jahren übernehmen, um das schleichende Verschwinden der heimischen Natur zu verhindern. Ihr Reservat soll das einzigartige Naturerbe erhalten. Es beherbergt Schätze wie Orchideen oder Raupen von oft seltenen Schmetterlingen. Aber auch gängigere Arten wie den blutroten Storchenschnabel oder die Vielzahl von Insekten. Eine nur noch selten zu findende Biodiversität. Nur vom Weg aus dürfen Wanderer die Natur betrachten. Das Pflücken der atemberaubenden Blumen ist strengstens untersagt. Eine Schönheit, die auch den Naturschutzbiologen Gregor Koslowski vom Naturhistorischen Museum und der Universität Freiburg anzieht. Er untersucht die wenig erforschte Freiburger Flora seit 25 Jahren. Das Vanille Noir ist für ihn besonders interessant. An einem sonnigen Hang wachsen Blumen, die sonst im Mittelmeerraum zu finden sind. Auch der europaweit gefährdete Drachenkopf. Wegen Überdüngung und zu intensiver Beweidung verschwindet er zunehmend. Es ist ein Relikt, eine Pflanze, die sehr wahrscheinlich hier vor vielen, vielen Jahrtausenden eingewandert ist. Und hier, wegen diesen hervorragenden klimatischen Bedingungen, hat sie überlebt. Und das zeigt die Wichtigkeit, die Bedeutung von diesen sonnigen Hängen. Die sind wirklich einzigartig, sehr artenreich und vielleicht im Gebiet von Vanille Noir ein Highlight, ja, eine Seltenheit, eine Besonderheit. Alle 5 Jahre nimmt der Wissenschaftler die unterschiedlichsten Biotope des Vanille Noir zur Bestandsaufnahme unter die Lupe. Die Vielfalt ist dank verschiedener Klimazonen verblüffend. Selbst der sonst in Südeuropa beheimatete aufrechte Ziest gedeiht im unteren Bereich des Vanille Noir prächtig.
Es ist wirklich ein Gebiet mit sehr viel Arten. Und eigentlich kann man erleben so eine kleine Reise fast vom Mittelmeer bis zum bis zu arktischen Gebieten. Also man steigt nach oben und wie man weiß, es wird immer kühler, immer regenreicher. Und natürlich, man hat die einzigartige Möglichkeit, verschiedene klimatische Zonen zu besuchen an einem Tag. Wenn man nach Norden in Europa reisen müsste, da bräuchte man einfach tausende Kilometer. Und hier nur ein paar Kilometer und wir machen eine große Reise, klimatische, biografische Reise. Kaum 100 Höhenmeter weiter oben zeigt das Vaninoir ein ganz anderes Gesicht. Ein uralter Ahornwald. Krumm, von Lawinen zerfetzt und vom Steinschlag verletzt. Extreme Umweltbedingungen, denen Nadelbäume an diesem Geröllhang nicht Paroli bieten können. Durch die gefährliche Lage ist der Wald aber auch von Menschenhand unberührt. Hinter mir sieht man ganz deutlich, wie wirklich plastisch die Bergahorne sind. Nicht alle Bäume, nicht alle Arten können das. Eigentlich, das ist so eine Selektion. Aus diesem Grund, in diesem Wald nur die Bergahorne überlebt haben. Man sieht zum Beispiel hier praktisch, das sind die Verursacher von dieser Situation. Das sind große Steinstücke, die fallen besonders nach dem Regen, nach starkem Regen. Eigentlich, dieser Hang immer noch ein wenig arbeitet. Deshalb ist auch nicht ungefährlich, in solchen Lebensräumen zu arbeiten. Besonders nach starkem Regen eigentlich sollte man dann immer aufpassen, dass alles spaltet, arbeitet. Die Steine kommen eben von oben. Ein Areal, das an durch Steinschutt und Schnee geschaffenen Lichtungen ganz eigene Pflanzenarten beherbergt. Zu finden sind sie oft nur schwierig. Die Entdeckungsreise führt durch wilde, unwegsame Lebensräume. Doch dann eine der seltensten Pflanzen im Kanton Freiburg, die Alpenkopfblume. In alten Dokumenten zitiert, suchte Gregor Koslowski das erste Mal eine Woche lang nach ihr. Für uns eine wunderschöne Pflanze, eine Besonderheit. Und bei mehreren Projekten haben wir sie immer wieder gesucht, für Ausstellungen, für Bücher. Sie ist ein wenig ein Beispiel von diesen wunderbaren wilden Ahornwäldern. Nicht nur das Gelände erfordert Ausdauer. Ja, was die Berge natürlich in sich haben, ist wechselhaftes Wetter, das ist klar. Das ist auch eine Herausforderung. Regen, Sonne, Hitze, Kälte. Besonders wenn man hochsteigt natürlich und macht von dieser Reise von Spanien bis nach Spitzbergen, dann muss man alle Kleider entsprechend mitnehmen natürlich. Das ist klar. Regenschutz ist natürlich obligatorisch. Es geht nicht anders. Raritäten. Erhalten durch strenge Reglementierungen des Naturschutzgebietes. Nur mit Genehmigung dürfen wenige Fachleute die Wanderwege verlassen. Mit der Rauheit der Berge hat auch Landwirt von Siebenthal zu kämpfen. Seine Mutterkuhherde weidet auf 1600 Metern im Gebiet des Naturschutzvereins Pro Natura. Bei seinen Fleischrindern nach dem Rechten schauen muss der Landwirt fast täglich. Nur wenn das Wetter mitspielt, kommt er mit dem Auto nach oben. Auf der Alm wohnen käme für ihn aber nicht in Frage.
Einmal pro Woche benötigen die Tiere Salz. Das Gras allein enthält zu wenig Natrium. Wären die Simmentaler Kühe im Sommer nicht hier oben, würden längst Bäume statt Blumen wachsen. Der Naturschutzverband hat den Bauern für diese Alm in Randlage sogar anwerben müssen. Eine Win-Win-Situation. So, es ist für die Kühe ganz klar ein Paradies. Sie haben es wirklich gut hier oben. Und für mich ist es auch ein Paradies, aber es ist ein Paradies mit Arbeit. Es ist nicht ein romantisches Paradies, aber es ist eine super Arbeitsstelle, wenn man hier ist. Es ist eine super Zeit, wenn man hier sein kann. Daniel von Siebenthal weiß um die Diskussionen über das Vieh auf den Almwiesen. Seine Kühe fressen die bunten Almblumen ab. Doch der Wald wäre sonst nur durch mühsames Ausreißen von Hand fernzuhalten. So ist es ein Kompromiss mit der Übereinkunft, die wertvollsten Stellen im Naturschutzgebiet nicht zu beweiden. Aber dennoch muss der Almwirt zur Sense greifen. Eine giftige Pflanze, das Alpenkreuzkraut, breitet sich immer weiter aus. Sie ist für die Tiere gefährlich. Selbst die Regierung des Kantons Freiburg schreibt den Bauern vor, das giftige Kraut zu beseitigen. Der Kanton will einfach, dass diese Alpen sauber aussehen. Ja, der Kanton würde mir auch erlauben, dass ich Herbizide einsetze. Ein Kontrolleur hat mir sogar gesagt, ich sollte das zwingend machen. Aber meine persönliche Meinung ist auch, dass man in einem Naturschutzgebiet, wo so viel Wasser ist, wo so viel Abflussmöglichkeiten ist, wo ein Moor ist, dass man da nicht Herbizide einsetzt. Ein nur noch seltenes Hochmoor auf 1700 Metern liegt inmitten seiner Weiden. Hier dürfen die Rinder nicht grasen. Bäume gedeihen ohnehin nicht. Aus Liebe zur Heimat agiert Landwirt von Siebenthal ganz im Sinne der Naturschützer. Auch wenn er kein Biobauer ist. Der Erhalt der Kulturlandschaft durch kleinbäuerliche Strukturen liegt ihm am Herzen. Es ist wirklich eine faszinierende Landschaft, eine schöne Alp auch für meine Tiere. Sie bringen mir hier gute Erträge, die Tiere, weil die Landschaft ist nicht zu aggressiv. Es ist wirklich ein gutes Miteinander. Ich glaube auch, hier kann man auch zeigen, dass Naturschutz und Tiere und Landwirtschaft können einen Weg finden zusammen. Aber jede Seite muss einfach die Extrempositionen auch verlassen können. Das ist sicher, denke ich, schlussendlich wichtig. Der Natur ganz nahe sein. Sie zart, aber auch rau und manchmal furchteinflößend spüren. Das kann man im Juwel der Voralpen noch. Manchmal ist die Gefahr viel näher, als man glaubt. Sie gleicht einer schwarzen Mamba und ist auch eine Giftschlange. Die Vipera berus, die schwarze Kreuzotter. Morgens, wenn die Sonne rauskommt, wagt sie sich aus Steinhaufen unweit des Weges. Sylvain Dubé schrecken Schlangen keineswegs ab. Im Gegenteil,
Ihnen gilt seit seiner Kindheit all seine Leidenschaft. Der Biologieprofessor von der Universität Lausanne hat sich auf Vipern spezialisiert, da diese Schlangenart besonders gefährdet ist. Im Vanis Noir kommen die schwarzen Vipern häufig vor. Zusammen mit Kollegen untersucht Sylvain Dubey, welche Auswirkungen die wenig erforschte Schwarzfärbung hat. Besonders Weibchen zeigen sich in besserer Verfassung. Das ist ein Weibchen, sie ist trächtig. Hier ist sie dicker, man kann die Embryonen erkennen. Mit den Fingern kann man die Anzahl ertasten. 1, 2, 3, 4. Es sind 4. Ein relativ kleiner Wurf. Kreuzottern sind sehr scheu. Sie beißen nur, wenn sie sich bedroht fühlen. Ein Biss ist in der Regel nur für Kinder und ältere Menschen gefährlich. Durch spezielle Handschuhe geschützt, riskiert der Experte nichts. Bei recht kühlen Temperaturen in den Voralpen profitieren vor allem die Weibchen von ihrer Färbung. So können sie sich schneller erwärmen und jagen. Um trächtig zu werden, benötigen sie hohe Fettreserven. Doch ihre Farbe tarnt sie wenig. Sie müssen ständig auf der Hut sein. Einen Steinwurf entfernt ist Biologe Gregor Koslowski auf seiner Wanderreise an einem Steilhang nahe des Ahornwaldes angelangt. An dem sogenannten Haarstrangrasen. Die Vegetation ist geprägt von hüfthohen Doldenblütlern. Hier gerade ist eine wunderschöne große Dolde. Wir sind in dieser Pflanzengesellschaft dominieren die Doldengewächse. Und eben Laserkräuter ist eine Gruppe, Bärenklau wächst hier. Wir haben auch eine wunderschöne Pflanze, Süßdolde. Nämlich auf 100 Quadratmeter kann man bis 100 Arten finden. Für die, die vielleicht keine Orientierung haben, scheint das ja nicht so viel. Aber eigentlich schweizweit, würde ich sogar sagen europaweit, das ist schon einzigartig. Der Boden des Vanis Noir ist kalkreich, ein sogenannter Magerboden mit nur wenigen Nährstoffen. Hier können nur bestimmte Blumen gedeihen, die aber umso blütenreicher. An dem Hang halten Geröll und Lawinen die Bäume fern. Einer Beweidung bedarf es nicht. Die Blumenpracht kann sich in all ihrer Schönheit entfalten, ohne abgefressen zu werden. Eine wilde Natur, gewachsen auf kaum begehbarem Geröll. Für viele Botaniker finden wir uns eigentlich im Herzen des Naturschutzgebietes. Nicht wirklich die Gipfel, die sind natürlich spannend und sehr, sehr interessant. Aber hier eigentlich im bestimmten Sinne für viele Botaniker beginnt die Geschichte von Vanis Noir. Es ist aus diesem Grund einzigartig, weil diese Lebensräume wurden praktisch nie benutzt. Sie waren nie bewirtschaftet. Teilweise, weil es ist zu steil. Diese Lebensräume sind wirklich, gehören zu den letzten natürlichen Habitaten, Lebensräumen der Schweiz. Lebensräume, die dank des Naturschutzgebietes noch vorhanden sind. Für Landwirte sind die schwer zugänglichen und mageren Wiesen nicht mehr rentabel. Nur durch Subventionen für den Erhalt der schönen Alb bringen einige Landwirte ihre Kühe zurück. Zurück auf die ursprünglich von ihnen geschaffenen Almwiesen. Wildtiere wie die Gämsen tragen auch zur Instandhaltung der Almen bei. Geländegängig wie kein Weidetier knabbern sie selbst in schwierigen Lagen an Sträuchern und jungen Bäumen. Rachel und Cyril sind im Tal von Bunavu am Westhang des Vanis Noir angekommen.
Hier gedeihen viele Heilkräuter. Pflücken dürfen sie sie nicht. Ein bekannter Vertreter unter den Heilkräutern ist der gelbe Enzian. Aus seinen Wurzeln gewinnt man einen Verdauungsschnaps. Die Blattscheiden bilden Zisternen. In ihrem gespeicherten Wasser leben Kleintiere, die der Pflanze nach ihrer Verwesung zusätzliche Nährsalze zur Verfügung stellen. Das ist die Alpenkönigin. Ihre Blätter formen Wiegen, die Goldkugeln tragen. Nur eine von unzähligen Heilpflanzen. Allein dieser kleine Fleck hier ist sehr artenreich. Hier haben wir den gelben Fingerhut, ein Herzmedikament. Dort ist der Hornklee. Man benutzt ihn in schlaffördernden Tees. Er beruhigt und beeinflusst die Psyche. Man verwendet es auch gegen Depressionen. Almkräuter und Blumen, die auch den Weidetieren schmecken. Das Hauptproblem ist der Kudung. Wo er vermehrt anfällt, wie auf Ruheflächen, wächst nur noch Ampfer. Dennoch ist eine Alm ohne Kühe für die meisten undenkbar. Wenn man das Vieh nicht lässt, verliert man auch eine Tradition, die bei uns sehr verankert ist. In den letzten Jahren kommen junge Almwirte zurück und nehmen die Tradition wieder auf. Es ist zu schön, das zu sehen. Wenn sie käsen, reden sie kaum ein Wort. Wie ein Tanz um den Käsekessel mutet es an. Es ist eine uralte Tradition und ich finde, man muss sie erhalten. Denn sie formt ja auch die Landschaft mit. Käsen auf 1800 Metern. Ein Almleben fast wie früher. Zumindest einen Sommer lang. René Renault lebt es mit seiner Frau Hélène und seinen Kindern und Enkeln mit Leib und Seele. Sie produzieren den Alpkäse Etiva. Sohn Martial ist stolz auf den traditionellen Hartkäse. Als erster Käse der Schweiz erhielt er die geschützte Herkunftsbezeichnung AOC. Eigene Alpmilch aus Höhenlagen muss vor Ort auf Fichtenholzfeuer verarbeitet werden. Für die Senner oft eine Herausforderung. Es ist ein Käse, der noch traditionell hergestellt wird. Wir haben das alte Verfahren beibehalten. Doch wir sind auch sehr abhängig von der Natur und dem Wetter. Die letzten Tage hatten wir über 30 Grad. Heute Morgen nur noch 15. Man muss sich immer anpassen, damit die Milch der Produktion angemessen ist. Ja, wir sind wirklich abhängig von der Natur. Frühstückspause. Tee? Wer will Tee? Patricia, magst du eine Tasse? Zum Tee schmecken Käse und Rahm. Alles andere muss mühsam auf den Berg transportiert werden. Für die Familie ist die Bergkultur eine Lebensphilosophie. Ich bin immer mit meinem Mann zusammen und den Kindern und Enkelkindern. Das ist wirklich ein Leben, das wir lieben. Jeden Sommer 2 Monate hier oben. Das ist wirklich top. Zehn Tonnen Käse pro Jahr produzieren die Renaults. Seinen feinen Geschmack verdankt der Etiva auch der reichhaltigen Alpenflora. Jeder Leib erhält ein Stück Almwiese und eine alte Tradition. Wir haben von unserem Großvater und Vater gelernt. Und wir hoffen, dass es so weitergeht mit unseren Kindern und Enkelkindern. Und wer, wenn nicht die Bauern, würde hier oben auf den schwer zugänglichen Almwiesen den Baumbewuchs fernhalten? Thank you.
Auf über 2000 Metern wachsen keine Bäume mehr. Hier beherrschen gewaltige, vom einstigen Gletscher gestaltete Felsen den Berg. Bis heute formen Regen und Schmelzwasser wie ein Bildhauer Spalten in das Kalkgestein. Durch die sogenannte Karsterosion, die Gesteinsauflösung, dringt das Wasser durch die Fugen immer tiefer ein und durchlöchert den Vaninoir wie einen Emmentaler. Ein Phänomen, das Geologen wie Sébastien Morard und Martin Bouchu anzieht. Sie gehen der Karsterosion in Höhlen auf den Grund. Ein Beispiel ist das Flüsschen Rio de Mortey. Es verschwindet plötzlich und tritt erst 10 Kilometer weiter unten im Tal wieder zutage. Sébastien von der Uni Freiburg folgt Höhlenforscher Martin in die Höhle von Binocle. Der Eingang liegt selbst im Sommer unter Schnee. Als erste Höhle des Vaninoir wurde Binocle in einem heißen Sommer in den 70er Jahren entdeckt. Seitdem zieht das noch wenig bekannte unterirdische Terrain die Höhlenforscher zu immer wieder neuen Entdeckungen an. So, der Eingang ist freigelegt. Man spürt schon einen ordentlichen Luftzug. Ja, ganz schön kalt. Dann ziehen wir uns um, damit wir hinabsteigen können. Bei nur 4 Grad und einer Luftfeuchtigkeit von 90% geht es unter abenteuerlichen Umständen hinab in ein unterirdisches Labyrinth. Die Geologen interessieren die Sedimente, Überreste eines heute verschwundenen Meeres. Wir haben hier Ablagerungen von Sedimenten. Das ist in Höhlen immer interessant, denn sie können uns enorm viele Informationen liefern. Wenn man einen Querschnitt des Gesteins vornimmt, kann man unterschiedliche Bodensätze sehen. Das wurde hier noch nie gemacht. Aber damit kann man die Klimageschichte wie das Vorkommen von Eiszeiten erkennen. Hier gibt es also noch Forschungspotenzial. Es könnte uns wirklich in Bezug auf das hier früher vorherrschende Klima vorwärts bringen. Mit einer Länge von gut 10 Kilometern ist das Höhlennetz eines der größten der Schweiz. Erst 1984 gelang es durch mühsame Freigrabungen von verstopften Gängen, einzelne Höhlen zu verbinden. Der nächste Raum ist interessant. Er ist richtig groß. Naja, hier öffnet es sich. Ja, der Raum ist riesig. Ein großer, vom Wasser ausgewaschener Saal führt den Geologen das Geheimnis des Karststeingebirges vor Augen. Das Kalkgestein löst sich in Kontakt mit kohlenstoffreichem Wasser auf. Unterirdisch entstehen so ganze Gänge. Das ist wissenschaftlich gesehen einfach aufregend. In anderen Berufen erlebt man das kaum. Wenn man die Oberfläche dieses Karststeingebirges betrachtet, kann man es schon ahnen. Es gibt praktisch keine Flüsse. Fast alles Wasser fließt unterirdisch. Hierher zu kommen, um zu verstehen, wo das Wasser hinfließt, das ist eben ein Teil der Forschung, auch der Begeisterung für die Wissenschaft. Während die einen ihrer Faszination Berg unter Tage weiter folgen, gehen ihr andere draußen weiter nach. Ein wenig unterhalb eines Ausgangs der Höhle auf der anderen Bergflanke ist Schmetterlingsspezialist Vincent Baudrat angekommen. Er ist auf der Suche nach einem schwierig zu findenden Falter, dem Thymian-Ameisenbläuling. Thank you.
Der Fund entspricht eindeutig den Zeichnungen in Baudras Schmetterlingsführer. Diese Art legt ihre Eier auf Thymian, der hier zum Beispiel wächst. Die Raupen fressen ihn, es ist ihre Futterpflanze. Und wenn sie etwas gewachsen sind, lassen sie sich auf den Boden fallen und warten, dass eine Ameise einer ganz bestimmten Art vorbeikommt und sie in ihren Bau mitnimmt. Dafür produziert die Raupe einen Lockstoff. Vom Geruch angelockt, nimmt die Ameise sie mit in ihren Bau. Sie denkt, es sei ihre eigene Larve und nimmt sie mit. Wenn er aus der Verpuppung geschlüpft ist, muss der Ameisenbläuling dem Bau schleunigst entfliehen, um nicht als Parasit erkannt zu werden. Weiter oben am Berg stillt eine andere Raupe ihren unersättlichen Hunger. Es ist die Raupe des Wolfsmilchschwärmers, ein Nachtfalter. Ihre kräftigen Farben signalisieren Giftigkeit. Die weniger bunten Raupen der Tagfalter zeigen sich nur nachts, wenn ihre Fressfeinde schlafen. Und dann bricht Vincent Baudra zu seiner letzten Etappe auf. Auf 1800 Metern, nahe der Geröllfelder, können nur noch wenige Falter überleben. Einer von ihnen ist der gefährdete Weißdolchbläuling. Schwindende Schönheiten wie diese zu bewahren, das liegt der Passion des Schmetterlingsfans zugrunde. Wir müssen diese Wiesen unbedingt beweiden, um sie zu erhalten. Aber es interessiert niemanden mehr, denn diese Flächen sind nicht rentabel. Die Bauern wollen maximale Erträge. Diese unzugänglichen Wiesen werden vernachlässigt. Um die Biodiversität zu erhalten, ist eine Beweidung für diese Flächen in Zukunft wirklich wichtig, auch wenn sie Geld kostet. Sonst wird der Wald sie zurückgewinnen. Wieder ein Appell für den Erhalt der Alpwirtschaft. Es ist ein Abwägen. Die Kuhwirtschaft schützt vor der Verwaldung und beschränkt mit ihrem Dung gleichzeitig die Artenvielfalt. Oberhalb der Baumgrenze ist auch Biologe Gregor Koslowski fast am Ende seiner Reise in die Arktis angekommen. Was dem einen die Schmetterlinge am Geröllhang sind, bedeuten dem anderen die Blumen in diesem Biotop. Ich bin wirklich jetzt begeistert. Wir haben eine der wichtigsten Arten für die ganze Voralpen gefunden. Das ist der westliche Alpenmann, eine weißblühende Mannart. Es ist wirklich wunderschön, gerade jetzt voll in Blüte. Und ich bin sehr gespannt, wenn wir jetzt näher kommen, was noch wir entdecken und wie er wirklich aussieht. Der westliche Alpenmohn wächst fast ausschließlich in unwegsamen Kalkschuttfluren der westlichen Voralpen. Er muss Steinschlag und ständigen Rutschbewegungen standhalten. Eine bisher kaum erforschte Tatsache, der Gregor Koslowski eine neue Forschungsarbeit widmet. Das ist wirklich überraschend. Also, ja, unglaublich, wie so eine zierliche kleine Pflanze, relativ kleine Pflanze, hier überleben kann. Aber eigentlich alle Alpenmonarten genau solche Lebensräume ausgesucht haben. Also nicht nur in der Schweiz, nicht nur in Kanton Freiburg, auch in Karpaten oder anderen Gebieten. Verwandte Arten leben in solchen Schutthalden. Dann folgt der letzte, steilste Aufstieg zum Höhepunkt der Reise. Bis kurz unter den Gipfel des Vaninois. Hier findet der Pflanzenliebhaber seine Arktis. Auf fast 2300 Metern ragten in der Eiszeit die Gipfel aus dem Gletscher. In den sogenannten Schneetälchen verbergen sich noch heute Pflanzen, die die Eiszeit überlebt haben, so vermuten Wissenschaftler. Eine davon ist der gegenblättrige Steinbrech, ein Überlebenskünstler. Und dann entdeckt Gregor Koslowski nach langem Suchen
noch ein Zwerggewächs. Botaniker oder Biologe schaut nicht nur das Spektakuläre, sondern viele spektakuläre Sachen sind sozusagen verborgen. Und eine davon ist wirklich eine besondere Pflanze. Das ist die Krautweide. Das ist der kleinste Baum der Welt. Und wirklich, das ist nicht größer als 0,5 Zentimeter, 1 Zentimeter groß. Und jetzt gerade sogar die Blüten kommen raus. Also so kleine Bäumchen, Sträucher, das ist schon etwas Besonderes. Und diese Krautweide ist ein typisches Element von diesen Schnätelchen. Der kleine Baum mit echtem Stamm hat sich dem schroffen Klima im Laufe der Evolution bestens angepasst. Die Blätter schmiegen sich dicht an die Erdoberfläche. Die winzigen Stämmchen wachsen unterirdisch. Mit dem kleinsten Bäumchen am Fuße des großen Vanis Noir endet Koslowskis Exkursion. In einer Oase der Stille, mit Blick bis in die Alpen. Am Abend ist hier oben am Vanis Noir kaum noch jemand unterwegs. Auch Wildhüter Patrick Romanens beendet seinen Tag mit einem letzten Blick auf die Steinböcke. Ganz oben, am felsigen Gipfel, den nur wenige Wanderer erklimmen, kann man sich ganz schön einsam fühlen. Aber im positiven Sinne. Nur die Bonet Rozzo, die von den Mönchen verscheuchten Zwerge, wagen sich abends heraus und treiben ihr Unwesen. Wer genau hinhört, kann sie auch wahrnehmen. Davon ist auf jeden Fall Bergführer Cyril überzeugt, der mit Rachel an der Berghütte angekommen ist. Hast du all die Steine aus der Eiszeit gesehen? Diese Steine, die haben die Bonet Rozzo hinuntergeworfen. Eine Sache bringt sie zum Lachen, fürchterlich zum Lachen. Einen Stein vom Berg hinunterzuwerfen. Der Stein rollt und reißt immer mehr und größere mit sich. Da lachen sie wie verrückt. Das kann man sich kaum vorstellen. Wenn man am Ende des Tages Steine hinunterfallen hört und die Ohren gut spitzt, hört man ein piepsiges Lachen. Das sind ganz klar die Bonet Rozzo. Doch die Bonet Rozzo sind auch die Wächter der Berge. Ihnen liegt viel daran, dass die Menschen ihre so einzigartig schöne und zugleich zerbrechliche Natur achten. Ein wenig wie Rachel und Cyril, denen es so wichtig ist, dass ihr Vanis Noir vom Massentourismus verschont bleibt. Der Massentourismus, der den Alpen vielfach ganz schön zusetzt. Ich hoffe, dass wir Menschen all dies auch in Zukunft bewahren werden. Die Natur gehört nicht uns. Wir gehören der Natur. Man muss wirklich ein Gleichgewicht zwischen den beiden finden. Ich denke, es ist dieses Gleichgewicht, das mich zu meinem Beruf geführt hat. Man spricht immer von Nachhaltigkeit. Für mich erklärt sie sich in zwei Grundsätzen. Ein verantwortungsvolles Verhalten und ein kritischer Geist. Und diesen kritischen Geist muss man haben, wenn man hierher kommt. Aber nicht nur heute, sondern auch in Zukunft. Das ist wichtig. Damit eines der letzten Naturparadiese mitten im Herzen Europas nicht verloren geht. Am Berg, der so viele Naturliebhaber glücklich macht.